Danke, Frau Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir debattieren hier über eine notwendige Novelle des Zielsteuerung Gesundheitsgesetzes. Der Verfassungsgerichtshof hat dieses Gesetz in Teilen aufgehoben und uns liegt nun eine teilweise Novelle, ein Reparaturversuch der Bundesregierung vor von diesem Gesetz. Um es kurz zu fassen, wir werden dieser Novelle nicht zustimmen und zwar aus folgendem Grund. Dieses gesamte Gesetz und auch die Zielsteuerungsvereinbarungen, die der Bund mit den Ländern geschlossen haben, erfüllen nicht einmal ansatzweise die Vorgaben und Ziele, zu denen sie ursprünglich implementiert worden sind. Und deshalb lehnen wir auch diese kleine Reparatur, die heute hier debattiert wird, grundsätzlich ab und verweisen darauf, dass es schon längst notwendig wäre, hier dieses gesamte Regelsystem im Rahmen des Finanzausgleichs und der Zielsteuerung Gesundheit neu aufzusetzen. Und dass dieses System gescheitert ist, das sage nicht nur ich, sondern wir haben im letzten Gesundheitsausschuss, Herr Minister, Sie wissen, dass Sie waren dabei, die Monitoringberichte der Landeszielsteuerungskommissionen vorliegen gehabt und debattiert. Und was da drinnen gestanden ist, das war mehr als ernüchternd, das war katastrophal. Denn kein einziges der groß proklamierten Ziele wurde erreicht. Weder wurde die Versorgung im niedergelassenen Bereich verbessert, sondern die Versorgungsdichte durch Kassenärzte hat immer weiter abgenommen. Noch konnte die Inanspruchnahme der Spitäler reduziert werden. Nein, der Drang in die Spitalsambulanzen und in den intramuralen Bereich hat sich in den letzten Jahren noch verstärkt. Und wenn man glaubt, dass zumindest der Kostendämpfungspfad, der auch in der Zielsteuerung drin steht, eingehalten wird, dann wird man auch eines Besseren belehrt. Am gravierendsten ist da das Beispiel des Bundeslands Wien, das hier ganz unverfroren ausweist, dass in den vergangenen 3 Jahren der Kostendämpfungspfad, also die vorgegebene Kostensteigerung von 3,2% pro Jahr, um mehr als das Dreifache überschritten wurde. Und in dieser Situation, Herr Bundesminister, oder in diese Situation, Herr Bundesminister, sind wir vor allem auch deshalb gekommen, weil diese Bundesregierung in den letzten 3 Jahren den Finanzausgleich und die Vorgaben im Rahmen der Zielsteuerung Gesundheit einfach vollkommen unkritisch weiter fortgeschrieben hat. Und wenn man Sie jetzt beim Wort nimmt, Herr Bundesminister Rauch, ja, dann haben Sie vor einigen Monaten, im heurigen Frühling war es, gesagt, der Finanzausgleich bietet eine historische Chance, um das Gesundheitssystem zu reformieren. Und es wird von Ihnen keinen einzigen Cent extra geben, wenn es nicht verbindliche Zusagen, Zielvorgaben und eine Reform des Gesundheitssystems gibt. Und was ist passiert? Vor wenigen Wochen haben Sie sich mit Finanzminister Brunner hergestellt. Sie haben nicht die Ziele und die große Reform verkündet. Sie haben einen Finanzrahmen verkündet. Die Länder wissen jetzt, sie kriegen knapp 1 Milliarde mehr Geld für den Gesundheitsbereich. Konkrete Ziele, Verpflichtungen, Sanktionsmöglichkeiten, Fehlanzeige nicht vorhanden. Und damit nicht genug, zementieren Sie damit im Endeffekt auch noch die ungünstige Patientensteuerung mit ein, denn 2 Drittel der Gelder gehen wieder an die Spitäler und an die Länder für den Betrieb der Spitäler. Nur 1 Drittel ist für den niedergelassenen Bereich vorgesehen. Und als kleines Bonbon am Rande für die Sicherheit der Arzneimittelversorgung sind ganze 3 Millionen Euro vorgesehen, ein Bereich, der von der Prioritätenreihung für die Gesundheitsversorgung im Gesamtbudget auch der Sozialversicherung ungefähr gleich groß ist wie die ärztliche und Spitalsversorgung, wird hier mit 3 Millionen abgespeist und das trotz der aktuellen Probleme. Wir haben einen Antrag vorbereitet, den Entschließungsantrag des Abgeordneten Magister Gerhard Karnack, Peter Wurm, Magister Gerald Hauser, Rosa Ecker und weitere Abgeordnete betreffend 6-Punkte-Plan zur Lösung des medizinischen Personalmangels. Und der hat einen sehr starken inhaltlichen Zusammenhang mit den Problemen in der Zielsteuerung Gesundheit. Denn der erste Punkt ist eben die Evaluierung des österreichischen Strukturplans Gesundheit und des gesamten Stellen- und Personalbedarfs, sowohl im niedergelassenen Bereich als auch im Spitalsbereich. Und der zweite Punkt ist das Gehaltsproblem, die Entlohnung dieser Beschäftigten in diesen beiden Bereichen. Und beides, diese Evaluierung dieser beiden Bereiche, ist ganz essentiell und eigentlich ausschlaggebend dafür, was sie denn mit den Ländern vereinbaren sollten und wie die Gesundheitsversorgung für die Österreicher in diesem Land ausschauen sollte.
Deshalb bringe ich diesen Entschließungsantrag nur ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die folgende Maßnahmen im österreichischen Gesundheitswesen organisatorisch, personell und finanziell umfasst: Evaluierung des Personalbedarfs auf allen Ebenen des Gesundheitswesens, finanzielle Fairness gegenüber allen Mitarbeitern im Gesundheitswesen, Entbürokratisierung und Kompetenzerweiterung in den Berufsfeldern des Gesundheitswesens, Weiterbeschäftigung älterer Kassenärzte und Erweiterung der Ausbildung, bundesweit einheitliches Stipendiensystem bei der beruflichen Ausbildung und Einbindung der Wahlärzte in das Kassensystem und Aufhebung des Doppelbeschäftigungsverbots. Sehr geehrter Herr Bundesminister, um es zusammenzufassen, das bisherige Zielsteuerungssystem Gesundheit hat seine Aufgabe bei Weitem nicht erfüllt. Man könnte sogar sagen, es ist kläglich gescheitert und bedarf einen Neuanfang. Dieser Neuanfang kann aber nicht aufsehen, dass wir jetzt ein zusätzliches Finanzierungssystem vom Bund über alle Ebenen drüber stülpen und die Komplexität noch weiter erhöhen und die Steuerarbeit noch weiter verschlechtern, sondern wir brauchen hier einen tatsächlichen Neustart. Lösen Sie Ihr Versprechen ein, machen Sie das, was Sie im Frühling angekündigt haben, und kübeln Sie den ganzen Rest, den Sie jetzt momentan vorhaben. Das österreichische Gesundheitssystem und die Patienten und Versicherten in ihm hätten es verdient. Vielen Dank.